Willkommen bei den Star News. Für die Indiana Jones-Fans hat das lange Warten endlich ein Ende. Der 66-jährige Harrison Ford ist zurück in der Rolle als Dr. Jones. Da ist die exklusive Schweizer Premiere vom Trailer von Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Schwierig werden. Jedenfalls schwieriger als früher. So ein Mist, ich hab gedacht, er wäre näher. Professor? Halbtags. Auf einer staubigen Strasse in der Dominikanischen Republik hat vor 10 Jahren ein Wiener Musiker Falco sein Leben geendet. Grund genug, die Geschichte von diesem extravaganten Künstler Revue passieren zu lassen. Nach dem Beitrag habe ich für alle Falco-Fans noch ein paar Goodies parat. Der Falco, würde ich sagen, war der einzige internationale Musiker, der es zu was gebracht hat. Ein musikalisches Genie. Aber man muss ja nie vergessen, von wo man herkommt. Jemand, der so viele Platten verkauft, kann sie nicht irren. Er hat es ja geschafft, in den Rockhimmel zu kommen. Falco sitzt da oben und lacht sich kaputt über uns. Also, dass er eine musikalische Ader hat, das hat man von der frühesten Kindheit an gemerkt. Er war der Erste, der internationalen, nationalen Erfolg mit deutschem Sprechgesang hatten. Und da kann man sich eigentlich nur verbeugen, weil er war genial. Es war ein Mensch, der sehr mit sich gekämpft hat, aber auch ein sehr interessanter Mann mit tollen Impulsen. Extravaganter Irrer, der sich auch nicht geniert, in Wien irgendwie ist es mal wie auf der Bühne zu stehen. Wo wird das noch enden? Mein lieber Wolfgang Amadeus, wo wird das enden? Falco wurde als Hans Hölzel am 19.02.1957 in Wien geboren. Schon seine Geburt war eine kleine Sensation, war er doch der einzige Überlebende von Drillingen. Ich habe keine Familie. Also ich habe einen Vater noch, aber mit dem verstehe ich mich nicht besonders. Meine einzige Familie ist meine Mutter, ist 71. Den internationalen Durchbruch brachte dem Wiener die Single Der Kommissar, die als erste deutschsprachige Nummer in den US-Charts bis auf Platz 2 hochkletterte. Es war alles neu. Der Text war hervorragend, der Künstler war hervorragend und hat eine ziemlich große Spannbreite an Konsumenten einfach gehabt. Um genau zu sein, 6 Millionen Tonträger. Mit dem plötzlichen Erfolg kommt der Perfektionist Hölzel aber nur schlecht klar. Er gilt als arrogant, verfällt dem Alkohol und prompt spaltet das immer wieder verschobene zweite Album Junge Römer Fans und Kritiker. Der Erfolg bleibt aus. Falco kämpft verbissen gegen die Angst vor dem Karriereende. Er flüchtet sich in Alkohol und Drogen.
Besonders haderte Falco mit den Journalisten, von denen er sich entweder nicht gewürdigt oder missverstanden fühlte. Menschlich wirst du für diese Menschen erst mit dem Tod. In dieser Hinsicht hat sich Hans Hölzel nicht getäuscht. Ich möchte nie haben, dass die Leute sagen, who's that? Ich möchte immer, dass sie sagen, was ist er, was tut er, was macht er, was... Aha, interessant, Skandal, Schlagzeile, Skandal, etc. Das ist gut, das ist Showbiz. Falco wechselt zum holländischen Produzenten Duo Rob und Ferdi Bolland. In dieser Zeit lernt Hölzel auch seine spätere Frau Isabella Witkowitsch kennen. Eine unglückliche Beziehung, wie sich später herausstellt. Das Produzentenduo Bolland verpassen der legendären dritten Scheibe Falco 3 eine übermächtige Popproduktion. Dank Falcos einzigartigen Texten katapultiert das Album Falco auf seinen Karrierezenit. Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money, denn die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Die Single Rock Me Amadeus wird im März 1986 der erste Nummer 1-Hit eines deutschsprachigen Musikers in den USA. Falcos Tour wird zum Triumphzug. Also ich muss da sagen, ich war gar nicht gut drauf, als ich hörte Nummer 1 in Amerika. Weil ich wusste, was das für eine Belastung ist. Und ich habe fast 5 Jahre gebraucht, um die irgendwie einigermaßen loszuwerden. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Hilfreich war auch der Skandal um die zweite Singleauskopplung Genie. Der deutsche Nachrichtenmann Dieter Kronzucker sieht im Song eine Verherrlichung sexuellen Missbrauchs und ruft zum Boykott auf. Der Song führt bald die meisten Hitlisten im deutschsprachigen Raum an. Anfang 1996 verlegt der Wiener seinen Wohnsitz in die Karibik, nach Puerto Plata im Norden der Dominikanischen Republik. Falco arbeitet an seinem 4. Album Out of the Dark. Hans Hölzel erlebt die Veröffentlichung des Albums nicht mehr. Am 6. Februar 1998 gegen 16 Uhr endet an einer staubigen Straßenkreuzung in der Dominikanischen Republik das Leben des Hans Hölzel durch einen tragischen Verkehrsunfall. Tausende nahmen eine Woche später an seiner Beisetzung auf dem Wiener Zentralfriedhof teil. Falco lebt jedoch durch seine Musik weiter. Und vergiss nicht deine High Heels, deine heißen roten Schuhe, Baby. Wer Lust hat, den Falco bei sich daheim abdröhnen zu lassen, für den habe ich jetzt 6 DVDs. Ihr wisst ja, wie es geht. SMS mit dem Keyword Falco an Zielnummer 990, Adresse und Namen nicht vergessen oder einfach eine Postkarte an Star TV, Wagistrasse 2 in 8952 Schlieren schicken. Viel Glück! Das sind Star News für heute. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit.